Einstellungen des Videos. Ah, ne, ich habe jetzt Thermik. Ich fürchte, das wird sowieso nichts, weil ich habe keinen Hyperschmus drin. Und ich befürchte, dass ich hier doch gleich in die Bäume reinfliege. Bloß weil ich dir hier noch einen vorfliege. Genau. Weil du gesagt hast, ja, jetzt komm mal her hier. Ohne Hyperschmus wird das so wie nichts. Hyperschmus, was ist das denn? Das ist so eine Bildstabilisierung. Ach so. Damit das nicht so wackelt. Ach so, weil du immer so zitterst. Mhm. Ja, das ist nun mal im Alter so. Ja. Der ist so gutmütig. Ich kenne kein Flugzeug, was gutmütiger ist. Nein, ich brauche natürlich auch was Gutmütiges. Jeder muss das fliegen, was er beherrscht. Ja, Liebling. Alles andere geht bei mir, nur weil ich... Ich brauche halt alltagstaugliche Modelle. Am besten RAS. Hast du auch einen Ballast-Sheet dafür? Für den Explorer? Ja, gibt es glaube ich auch. Aber du wirst lachen. Ich habe neulich auch nochmal beieinander steht nämlich auch genau der Plan, wie man hier die Klappen und alles einstellen. Darf ich das, glaube ich, jetzt nochmal bei der Thermikstellung ein bisschen verändern? Right. Aber ich glaube, Snap Flap habe ich nicht ausreichend. Ich muss ja Snap Flap machen. Mir reicht's. Was, Snap Flap? Hier, dein Geballere. Ja, das ist. Boah. Boah, wie der immer klappt, die ganzen Dinger. Klasse. Dass die noch nicht durchgescheuert sind, ey, das wundert mich immer. Darum warte ich noch eines Tages, dass alles komplett ausfällt. Mensch, jetzt hör doch mal auf zu quatschen und konzentrier dich doch mal ein bisschen, ey. Du bist ja wie ein Mädchen, du machst ja alles gleichzeitig.